Wir wissen aus der Medizin, wir wissen aus der Philosophie und wir wissen auch, eigentlich wissen wir das auch aus unserem Leben, dass je weiter wir uns vom Ursprung entfernen, desto mehr die Sache mit dem Ursprung nichts mehr zu tun hat. Also in der Medizin nennt man das eine Mutation, in der Physik eine Transformation. Je weiter man vom Ursprung weggeht, desto weniger hat das, was man dann tut, damit zu tun. Nun, Kunst an sich ist es, sich ständig nur mit dem Ursprung zu beschäftigen, beim Ursprung zu bleiben, und im japanischen Bujutsu, in den japanischen alten Kampfkünsten, gibt es diesen Ehrenkodex, der besagt, wenn du einmal bei einer Schule bist, dann bleibst du bei der Schule. Ja? Das ist im Übrigen der Grund, warum es so viele verschiedene Takeda-Ryu-Richtungen in Europa gibt. In Europa gibt es jetzt schon 4 verschiedene Takeda-Ryu-Richtungen, in Amerika gibt es auch noch 2, 3, in Japan gibt es genau eine. Das ist ja wohl zu bemerken, warum es im Ursprungsland nur eine Schule gibt und in Europa und in Amerika so viele verschiedene. Was Europa betrifft, kenne ich mich aus. Ich war 10 Jahre lang selber bei einer Organisation, die Takeda Ryu vertreten hat. Wie ich dann verstanden habe, dass es da alles nur nicht um Takeda Ryu geht, bin ich ja ausgetreten. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Und habe mich selbstständig gemacht, nach Japan gegangen, um direkt von den Meistern zu lernen. Aber stellen wir uns vor, 1975, 1980, in dieser Zeit herum, gab es in Europa nicht viele unterschiedliche Kampfsportschulen. Es gab Jiu-Jitsu, es gab Judo, es gab Karate. Mehr war schon nicht mehr zu finden von Taekwondo, von Kickboxen, von dem allen überhaupt noch nichts. Wing Chun, alles das unbekannt. Wing Chun nicht, aber alles andere ziemlich unbekannt. Und da fährt dann ein Franzose nach Japan. Frankreich und Japan haben sehr enge Kontakte, was das betrifft. Der allererste Judoka, der den 4. Dan bekommen hat, war der Yves Klein, ein Künstler, moderner Künstler. Das heißt, es gab da, und der war weltberühmt, und es gab da einigen Austausch. Also fährt ein Franzose nach Japan und trifft unseren Soke. Na, Jackpot. Ich meine, was willst du mehr? Du bist jetzt dort in Japan, du findest heraus, dass das die älteste noch existierende japanische Kampfkunst ist. Du hast Zugang zum Soke dieser Kampfkunst. Du kannst nach Hause fahren und sagen, du bist der erste Einzige, der das kann. Du bist der erste Einzige, der für sich beansprucht, das überhaupt jemals gehört zu haben. Du bist ganz einfach jemand, der sich von allen anderen abhebt. Großartig. Das ist das, worum es gegangen ist. Das Problem ist, dass 2 Jahre später der Nächste zum Soke gefahren ist, mit denselben Intentionen. Und die schreiben sogar auf ihren Webseiten, die Techniken, die sie vom Soke gesehen haben, sind ihnen alle bekannt vorgekommen. Die einen kommen in der Kukishin-Ryu, die anderen kommen in Yosaikan-Budo vor. Alles kommt überall irgendwo vor. Logisch. Wenn die Takeda Ryu die älteste Schule ist und der Ursprung, dann muss alles das, was folgt, einen Zusammenhang haben. Das Problem, was es aber ist, dass der Zusammenhang verloren gegangen ist. Ich erinnere mich an einen Unterricht mit Toyoshima Sensei, wo er eine Koryu-Yai-Kata vorzeigt und dort sehr höflich, finde ich, erklärt, wie es zum Verlust von Informationen geht. Okay, you do this, but you know, or not, all you have to do is just, all he has to do is just huh? And for this, we have this. This is the meaning. Some style, they have this. But without sight. And because they forgot, the Sam Sensei and Master didn't teach this technique. Wir haben im Takeda Ryu-Archiv genügend Aufnahmen und genügend Nachweise, die belegen, dass diese diversen Herrschaften, die sich selbstständig gemacht haben, nicht mehr als 10, 15 Trainings mit Soke Nakamura gemeinsam hatten. Die waren über 2-3 Stunden. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, kommen wir auf was? 30, 40, 50 Stunden reines Takeda Ryu-Training. Und das soll ausreichen, um sich zum Soke zu machen. Die Leute werfen ja dem Soke, diese Speziellen, die sich alle selber zum Soke ausgerufen haben, werfen ja dem Soke vor, dass er nur 9 Jahre Takeda Ryu gelernt hat. Ich habe im Film über Takeda Ryu selbst erklärt, dass das, was der Soke Nakamura gelernt hat, nicht das ist, was wir heute unterrichten und unterrichtet bekommen. Soke Nakamura hat, wie jede andere alte Schule, nur Koryu-Techniken gelernt. Nur die Abläufe fürs Schlachtfeld, so wurden früher die Schulen unterrichtet, weil man hatte nicht 20, 30 Jahre lang Zeit, sondern der Samurai hat mit 12 angefangen zu trainieren und musste mit 14, 15 schon in die erste Schlacht ziehen. Es ist dem Soke Nakamura zu verdanken, dass er sich eine Unterrichtsmethodik
eine Pädagogik ausgedacht hat, die in 4 Wochen sich unterteilt. Das hat er in seinem Buch niedergeschrieben. Er hat in seinem Buch auch die jeweiligen Zuordnungen zu den Techniken niedergeschrieben. Und dieses Buch hatten dann diese diversen Herren in den 80er Jahren um viel Geld übersetzen lassen, und das, was sie übersetzt haben, haben sie dann als ihre eigene Erkenntnis proklamiert. Wenn man die Geschichte von Japan und von Europa vergleicht, dann ist es ja vollkommen evident, dass diese Geschichten miteinander gar nichts zu tun haben. Was ich damit meine, ich denke, die gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben in Europa eine gesellschaftliche Entwicklung hingelegt, die letzten 2000 Jahre, die dazu führt, dass wir uns heute im 21. Jahrhundert frei entfalten können. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können unsere Persönlichkeit in unserem Tun zeigen. Wir können auch Kunst betreiben. Jeder soll das tun, was er für richtig hält. Deswegen bin ich der Letzte, der sagt, es gibt die verschiedenen Takederias, die es in Europa gibt, sind nicht gut. Nein, sondern das Einzige, was ich meine, ist, sie haben mit dem Ursprung nichts mehr zu tun. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass auf den Webseiten von diversen Sokes, der eigenen Rios, drinnen steht, dass sie sich vom Soke getrennt haben, weil er Anfang der 90er, Mitte der 90er in Europa diverse andere mit hohen Graden ausgestattet hat und das aber nicht den Anspruch dieser Personen, nämlich der neuen Sokes, entspricht. Spannend ist, dass die Garde-Jünger, die das Soke denen gegeben hat, natürlich passen, aber die Garde-Jünger, die das Soke jemand anderen gegeben hat, passen nicht. Das passt nicht zusammen. Das zweite ist, dass keiner von den sogenannten Sokes jemals in Japan ein Turnier bestritten hat. Dass keiner von diesen sogenannten Sokes in Japan jemals eine Prüfung abgelegt hat, so wie jeder andere normale japanische Sensei. Ja? Und dass keiner von diesen jemals ein Profi war. Keiner von denen hat professionell unterrichtet, keiner von denen hat Montag bis Freitag 4-5 Stunden unterrichtet, sondern, wie das bei Vereinen üblich ist, in Turnsälen 2-4 Stunden die Woche. Und das ist auch legitim. Nur, wenn man dann im Stammbaum sich mit dem Soke gleichsetzt und sich auf dieselbe Stufe stellt bei jemandem, der 60 Jahre lang täglich unterrichtet, oder beim Morita 40 Jahre, oder beim Sofu 50 Jahre, oder beim Toyoshima 45 Jahre täglich unterrichtet, davon lebt, dann ist das ja natürlich an den Haaren herbeigezogen. Natürlich gibt es auch heute innerhalb von der Takedaio Nakamura Ha auch wieder Personen, die der Meinung sind, sie müssen das ganze Europa beherrschen, die der Meinung sind, dass sie Vereinsmeierei wichtiger ist als die Schule. Ich halte das in Europa mittlerweile für systemimmanent. Das ist ganz normal. Wir haben die freie Meinungsäußerung, sollen diese Herren machen, was sie wollen. Es sind immer Herren, das ist ja auch das Sprichwort. Ich halte. Ich persönlich habe mich vor über 20 Jahren entschieden, dem Weg zu folgen. Deswegen habe ich auch die europäischen Organisationen verlassen. Deswegen bin ich auch nach Japan gegangen. Deswegen bin ich noch immer in Japan. Es gibt die Regel, die Budo-Etikette, die sagt, wenn du einmal bei einer Schule bist, dann bleib bei der Schule. Es ist ja spannend auch, dass diese ganzen anderen Sokes in ihren Büchern groß von der Budo-Session, von der Ehre des Budo reden und ihren Meister verlassen haben. Das sollte man auch einmal gesagt haben. Es steht also jedem frei, sich das auszusuchen, was er machen möchte. Ja? Es sollte nur klar sein, was man macht. Ja? Und das ist das Einzige, worum es geht. Wenn jemand den Ursprung, wenn jemand die älteste japanische Schule lernen möchte, dann wird er sie hier finden. Wenn jemand eine andere Schule lernen möchte, wird er sie dort finden. Das Einzige, was nicht sinnvoll ist, ist, das miteinander zu vergleichen, weil es hat simpel nichts mehr miteinander zu tun.